Debatte ist Martin Patzelt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste im Haus, was sagt man denn als Letzter nach dieser Debatte, wo wir uns doch eigentlich alle ziemlich einig waren? Mir fiel das Zitat ein von Erich Kästner, hat ein schönes Gedicht geschrieben, die Zeit fährt Auto. Und das Auto rollt immer schneller. Wir leben in einem so starken gesellschaftlichen Wandel, dass uns selber manchmal Angst und Bange wird und mir als Älteren sowieso. Kriegen wir denn das alles noch gebacken? Kriegen wir das alles auf die Reihe? Und die alten, tradierten Familienverbände, die Vereine, die Gremien lösen sich auf, sie nehmen neue Gestalt an. Und wir sagen, wir müssen das ja weitertragen, wir müssen tradieren, unsere Werte, unsere Erfahrungen. Wie machen wir das eigentlich? Und da kommen wir jetzt in eine gesellschaftliche Situation, in der das freiwillige Engagement immer größere Bedeutung gewinnt, weil die tradierten Institutionen, Vereine, Gremien das so nicht mehr leisten, wo man eine klare Rollenteilung hatte. Und da müssen wir als Politikerinnen und Politiker das gestalten. Und das ist genau die Stelle, eine der Nahtstellen heute, wo wir das wieder versuchen. Und ich muss sagen, es ist ein gutes, richtiges Gesetz. Aber wenn ich mich frage, hätte man es nicht noch besser machen können, sage ich, warum bringen wir nicht einen ganzen Regelungsbedarf in Verwaltungsvorschriften? Warum müssen wir ein Gesetz dazu machen, dass wir Teilzeit regeln können? Also die Ebene ist eigentlich viel zu hoch, weil ich mir ein Gesetz wünsche, was wesentlich flexibler ist und was auch sich neu einstellende Bedarfe reagieren kann, ohne dass wir hier eine Beschlussfassung im Parlament fassen müssen. Weil, und da geht mir das Gesetz auch noch nicht weit genug, aber wir haben ja noch Zukunft vor uns und manche Redner haben das angesprochen, ich glaube, dass nicht nur bestimmte Gruppen diese Ausnahmeregelung genießen sollen, sondern dass wir grundsätzlich sagen sollen, wer Freiwilligendienst leistet, der soll auch die Möglichkeit dafür haben. Die Gesellschaft, die Politik und die freiwillig, die optional Freiwilligen müssen aufeinander zugehen. Und das heißt also, dass wir jungen und alten Menschen die Möglichkeit schaffen können, aus ihrer unterschiedlichen Lebenssituation, dass sie diesen Dienst auch machen können. Das heißt, wir müssen Regelungen schaffen, im Aufeinander entgegenkommen. Wir haben einen großen Bedarf in der Gesellschaft, das wurde auch von Vorrednern betont, der gemeinschaftsstiftende Charakter von Freiwilligendiensten. Und das ist wahr, das erleben wir alle überall dort, wo Menschen sich freiwillig einsetzen, sind sie Brücken der Demokratie. Brücken der Demokratie und des gemeinschaftlichen Lebens. Manchmal frage ich mich auch, werden wir das alles mit Freiwilligkeit hinbekommen? Aber die Freiwilligkeit spielt im Leben, in der Existenz eines Menschen eine so große Rolle. Junge Menschen spüren das noch besonders, dass sie sagen, ich möchte mich entscheiden, ich möchte dieses Angebot nehmen. Vielleicht werden wir mal ein gesellschaftliches Lernjahr etablieren, was für Männer und Frauen und für junge Menschen sozusagen ja, eine Verpflichtung ist, aber was so viele Wahlmöglichkeiten enthält, dass innerhalb dieser großen Pflicht tatsächlich auch das Gefühl von freier Entscheidung auch noch da ist. Das sage ich deshalb, weil die vielen ehemaligen Zivildienstleistenden und auch die Buftis und die freiwilligen Sozialabsolventen, weil die alle eigentlich hinterher mir sagten, das ist meine Naherfahrung, das war gut, das hat sich gelohnt, das hat mir etwas gebracht und ich habe auf einmal Gesellschaft noch ein bisschen weiter verstanden. Und das muss unser Ziel sein, möglichst zeitig junge Menschen in Verantwortung hineinzunehmen, vielleicht sogar auch ein bisschen pflichtmäßig, mit Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die Junge Union hat das ja auch sehr deutlich gefordert. Also junge Menschen haben das gefordert. Das hat mich auch aufmerken lassen. Junge Leute, dass wir sagen, ja, wir alle geben euch ein soziales Lernjahr für die Gemeinschaft. Ihr lernt Gemeinschaft und ihr habt Teil an Verantwortung. Das wollte ich noch sagen zum Schluss. Vielen Dank, Martin Patzelt.